Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, eure Mingwanz, und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Ich hoffe, ihr habt Ostern gut überstanden. Und ja, dann wollen wir jetzt auch direkt wieder weitermachen mit den Videos, ne? Und heute haben wir wieder eine Festung von unserem lieben Danny mit dabei. Und die wollen wir uns heute erstmal anschauen. Bevor ich sie dann beim nächsten Mal möchte ich sie dann auch gerne angreifen und dann, ja, mal gucken, ne? Also, als Oberherren haben wir hier Uka Kuka Madennest. Nice one. Die Maden, finde ich, sind einige meiner Favorite Uruks. Die sind eklig. Also, da kann mir keiner was erzählen. Also, das sind... Ich habe schon Scheißhaufen gesehen, die erotischer waren wie die. Und, das ist absolut nicht übertrieben, wenn man sich die Jungs mal anguckt. Haben teilweise immer sehr interessante Dialoge mit dabei, wo ich extrem nice finde. Und ja, auch das Aussehen von denen macht sie teilweise ziemlich einzigartig. Was ich halt natürlich absolut geil finde bei denen, wären dann natürlich... Oh, hier ist noch eine. Ich glaube, dann hatte Danny hier wohl eine schöne Themenfestung gemacht. Geil wäre es natürlich, einen mit Köder zu haben, einen Gauner, denn... Die könnte man vielleicht ganz coole Verschnitte heranzüchten, da ich denke, dass diese Narben auf jeden Fall mit weitergegeben werden. Das ist immer so eine Sache bei den, was wird weitergegeben, was nicht. Ich glaube, das sähe ziemlich geil aus. Also ich glaube, das wird ziemlich gut aussehen. Natürlich würden die viele auch wahrscheinlich sogar übertüncht werden, was ein bisschen schade ist, weil viele Rüstungen gehen ja über den kompletten Körper von den Uruks. Eieiei, die sind aber auch hässlich, Alter. Die wird man nicht mal für Geld küssen. Ja, absolut nicht. So, ihr Lieben, dann wollen wir... Ja, wir wollen loslegen. Kommt, ich mach da jetzt nicht lang rum. No, let's go. Ah, da kann's nun losgehen. Wir stehen vor der Festung der Wurmschlürfer, der Maden, wie ihr seht. Jetzt habt der Maden zerfressenen Bettvorleger, genau. So könnte man die Jungs auf jeden Fall nennen. Dann gucken wir mal, ob das sich dabei tatsächlich denn hier um eine vollständige Themenfestung handelt. Das wäre natürlich eine Leistung, ne? Auf jeden Fall. Bagger, der beschämt. Oh, cool. Sogar ein Wurmschlöfer, der sogar einen anderen Namen trägt. Was eine ganz geile Sache ist. Dann haben wir noch einen Wurmschlöfer mit am Start. Den kennen wir schon. Ne? Was haben wir denn hier? Auch noch eine Made. Schönes Ding. Schönes, schönes, schönes Ding. Snafu Madennest. Heilige Scheiße, sehen die aus, die Jungs. Meine Fresse, was haben wir hier? Maku die Made. Oh, der sieht schon mal ein bisschen breiter aus. Was haben wir hier? Tugok die Made. Alter, das ist der fetteste mittlerweile hier von den Jungs. Dann haben wir noch Ock den Wurmschlürfer. Eieieiei. Also das war schon sehr, sehr eklig. Frack Madennest haben wir auch mit am Start. Auch nicht schlecht. Was ist denn hier vorne? Kopf Madenherr. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ah, Stakuga, die Made. Ah, der ist auch von schlechten Eltern, ey. Dux, der Wurmschlürfer. Ist das ein Nekromant? Leider nicht. Aber so wie es aussieht, haben wir hier tatsächlich eine reine Themenfestung. Das sei mal wirklich an der Stelle gesagt. Es handelt sich hier um eine Themenfestung. Mit dem Thema natürlich Maden, Würmer, wie ihr es nennen wollt. Und das finde ich extrem gut. Das handelt sich hierbei um so eine Art, sag ich jetzt, ich würde fast schon sagen, so eine Art Reintypus, weil du nur wirklich nur von einer Sorte Uruks eigentlich was hier drin hast. Was absolut legitim ist. Ne? Wenn man das dann natürlich durchzieht, ist das natürlich auch ist eine absolute Leistung. Ich sag mal so, natürlich ist... dann halt natürlich unterschiedliche Namen, unterschiedliche Figuren hier zu haben, das ist dann natürlich die Schwierigkeit, ne? Wenn das immer derselbe wäre, das wäre langweilig. Sakuga, bitte lass ihn. Bitte, nein. Hi. Oh. Oh, dieser Schmerz. Wie ich wünschte, er würde niemals enden. Alles klar. Wem's gefällt, ne? Dann stechen wir jetzt erstmal schön ab hier. Ne, abstechen am Arsch. Schlagen wir die Rübe ab. So eine schöne Enthauptung. Das macht doch Spaß. Ey, leck mich doch am... Lass mal auf jetzt, du Pennergeselle, ey. Meine Fresse.
Wenn wir schon mal hier sind. So. Das ist toll. Danke, dass man mich hier vergiften muss. Das finde ich eine schöne Scheiße. Sterbt, ihr Ratten! Du bleibst schön hier. Ich glaub's hackt. Bringt sie um, die Schwächen. Oh, macht schon. Du bleibst schön hier. Ich glaub's geht los. Man erwischt nicht alle Schlängler. Sie schlängeln weg und zurück. Schlängelt, schlängelt, schlängelt. Läuft, alles klar. Seht ihr, Kinder, das kommt davon, wenn man seinen Kopf so stark gegen die Wand schlägt. Also, wem es gefällt, wer es machen möchte, ne? Das ist natürlich vollkommen legitim, ne? Würde ich jetzt nicht so machen, ne? Also würde ich jetzt nicht empfehlen, weil so, weiß nicht. Wieso, was heißt, ich weiß nicht, das ist eindeutig hier, ich meine, guckt euch die Scheiße mal an. Oh. Ein Pfeil. Den hätten wir jetzt auch töten können. Ei. Stakuga, bist benommen, das ist gut, dann macht er keinen Scheiß. Drache. Hi. Das ist doch schön, wenn es dir eine Freude ist. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Ey, du Fettmanns. Wow, ihr seid so hässlich. Wirklich, ihr könntet moderne Kunstwerke sein. Und zwar alle miteinander. Meine Fresse! Skak, geh aus dem Weg! Oder ich schätze, da guck er dir nochmal auf den Hals. Der sticht dich dann nochmal ab. Wie beim letzten Mal. Alles klar, die bringen sich schon gegenseitig um. Schönes Ding. Aber ich find's geil. Muss ich echt mal sagen. Sowas gefällt mir richtig gut. Diese Festung. Allein aus dem Grund, dass du hier wirklich tatsächlich ein mehr oder weniger schon so einen richtigen Stamm hast, ja. Und ich sag mal so, wir hatten jetzt schon einige Themen. Manche im weitesten Sinne, manche musste man schon mal ein bisschen näher hingucken. Sowas haben wir beispielsweise relativ selten. Ja, gut, mal die Türme, sage ich jetzt mal, außen vor gelassen, weil die Türme, die haben wir jetzt schon häufiger gesehen. Sowas beispielsweise haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen. Also absolut nicht. Muss man mal an der Stelle sagen, was geht denn da ab? Lass mal abstechen hier. Das finde ich aber schön so. Das ist erfrischend. Das ist wirklich erfrischend. Ich finde es richtig geil. Muss ich echt mal sagen. Mal so eine Hässlung, so eine Hässlon-Festung hier, alles klar, läuft. Die Jungs sind schön am Boxen, das ist toll, das ist schön. Ey! Euch allen fehlen die Augen, ne? Aber immer dasselbe. Es könnten Klone sein. Ne? Alter, bitte, ich muss ihn umbringen, Leute, wirklich, das ist echt Eigenschutz. Das ist Selbstverteidigung, das Notwehr ist das. Dicker, was dieser Volldepp davor hatte. Ach. Ich muss das jetzt schon wieder, als losgeht. Entweder es ist Arztkrom oder es ist da der Kugel, der auf die Leute einschlägt, ne? Das sind die Jungs, die sich nicht... Komm her, komm her, komm her, komm her. Okay, dann müssen wir es eben anders machen. Wen hat es jetzt erwischt? Das ist doch Flack. Vielleicht. Die Untoten können klettern. Naja, wenigstens können sie ja irgendwas. So, einmal hoch hier. Ja, moin, ey. Sterbt, ihr Hunde!
Scheiße. Ja, moin, aber ich bin auch schwer verwundet. Jawohl, ich krieg hier definitiv auf die Fresse geschlagen gerade. Mut zu der Verbitterung, das ist ein Gauner, krass. Jawohl, tot ist er. Ich wusste gleich, dass du nichts als Ärger bringst. Das hab ich jetzt davon. Das hattest du davon. Jetzt bist du tot. Einmal die Rübe abgeschlagen, bitte. Danke. Wieso bist du denn tot? Geht's noch? Ey! Wenn meine Bestie dich zerreißt, entsteht dieses fiese Reißgeräusch. Das lässt mein Herz höher schlagen. Dein madenzerfressenes Herz, wenn wir mal sagen. Oh, scheiße. Das ist dieses verfluchte Arschloch, das mich verflucht hat. Das wäre jetzt lustig gewesen. Aber nein, er musste schwätzen. Die Dunkelheit ruft nach mir, wie die Geister in der Nacht. Du hast sie auch nicht mehr alle, ne? Der ist auch nicht mehr ganz alleine da oben in seinem Schädel. Hat er auch ein paar mehr. Aber solange es denen allen da oben gut geht, ist ja alles schön, ne? Bloß stehen, du Sau. Das ist alles totes Fleisch hier. Das gehört alles. Die hätten schon vor Jahren verreckt sein sollen, die Jungs. Aber sie leben beide. Keine Schmerzen mehr. Mach schnell. What the fuck? Was bist denn du für ein Falschei? Vor allen Dingen, der hat kaum was abbekommen. Ei. Hock die Made. Boah, das ist nur Beulen. Alles klar. Oh, alles klar, läuft. Sakuga ist der Kill-Count zufriedenstellend, ja? Ist so, okay. Genehm, angenehm, schön. Ist das dein Ernst? Ein kranker Ghoul hat mehr Kraft. Willst du mich verarschen? Bleib liegen, du Sau. Ey! Dass deine harte Arbeit wohl umsonst war. Denn ich werde dich ausnehmen wie einen Fisch. Muss das sein? Oh, geil. Ich krieg einen Hinrichtungskonter. Na, wunderbar. Meine Jungs bringen sich dort eher gegenseitig um, als mir zu helfen. Das ist schön. Ist toll, damit man weiß, wo man auch ist bei denen. Arzt, komm, aufstehe. Schnappt sie euch, da los. Ja, wunderbar. Ah Gott, hat ihn umgelegt. Das ist aber mies, er hat ihn in den Rücken gestochen. Das ist ja mies, ey. Dunkle Herrscher, sieh zu. Tu es. Lass ihn mein
Tod genießen. Ja, ne. So ja nun nicht, ne. Rüber ab. Kopf abgeschlagen. Tolle Sache. Das wäre lustig gewesen, wenn es eine Animation gegeben hätte, wo der Kopf in den Grog gefallen wäre. Das wäre lustig gewesen. Ja. Wer mir vor das Schwert kommt, der ist selbst dran schuld. So. Ei, wir haben da draußen ein paar Leute getötet. Es tut mir echt leid, aber das konnte man sich nicht mehr geben, wie die ausgesehen haben. Ja. Hoffentlich weißt du Bescheid. Ich mach ernst. Scheiße, ein Meuchler. Sie haben mir nicht viel erzählt. Waren zu sehr beschäftigt zu sterben oder zu fliehen. Ein Meuchler. Na, schade, scheiße. Wir müssen jetzt gucken, ne, wie wir jetzt hier da rankommen. So, ich denke, wir machen einfach einen. So. Uff, die Fresse. So. Was geht denn jetzt ab? Hey! Es war ein Riesenaufwand, diese Waffe zu bekommen. Also lass dich lieber damit töten. Am Arsch! Oh, Scheiße! Ja, moin. Scheißen Dreck! Was will denn der noch? Du hast dir das selbst eingebrockt. Ist nicht meine Schuld. Der hat echt Bock zu schwätzen, ey. Boah, Scheißen Dreck! Das sind die stärksten hier drin, absolut. Nimm das! Du kriegst auch noch eine. Ja, irgendwo Licht hier am Ende des Horizonts, ich mit denen. Scheiße. Frack, Fass. Nicht Frack, Hawk, Fass. Hol dir. Das war eine Seitenschelle hier. Das geht dick in die Klöten, ey. Oh, Scheiße. Hey, das ist ein cooles Bild. Das hat sau weh getan. Hawk, du sollst die umbringen, nicht zu mir hinlaufen. Boah, Scheiße. Ja, Hawk, endlich hast du mal Blut geleckt. Ich glaube, es hackt. Da werden wir ja ganz närrisch hier mit denen. In die Fresse. Als drauf, als in der Fresse, nein. Boah. Gib ihm in die Fresse. Oh, Scheißendreck. Schlag in Tod, ey. Na los. Scheiße. Und den Olok hier auch.
Stirb, du Sau! Oh, leck mich am Arsch! Wow. Gut gemacht, Hawk. Nicht schlecht. Ah, ich habe ihn nochmal erwischt. Sehr gut. Im Tod wie im Leben. Ich lasse das Blut spritzen. Okay, das soll jetzt deine Grabrede gewesen sein. Willst du mich verarschen, Mann? Was für Psychopathen, ey. Was für Psychos. Aber schön. In Uruk enthauptet. Ah, wunderbar. I guess I have a little bit Kopfschmerz. Oh, guck mal hier. Hier hat er Augen. Der hat Augen. Schön. Alle beide. So, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Bleibt dabei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lemmingmanns. Und ciao.